Hallo alle zusammen, hier ist wieder Luna und heute habe ich mal wieder ein anderes Video. Heute werde ich den BenQ L2870U vorstellen. 2078U. Der hat 70,9 cm oder 28 Zoll. Ansonsten besitzt auch ein HDR, wie da zu sehen. Dann UHD 3840x2061, vielleicht ist auch 4096x2061 möglich. Eine Millisekunde von Grau zu Grau. Dann, ich denke mal, das Temperaturkontrolle, keine Ahnung, Backlight vermute ich. Oder Energiesparstufe B, keine Ahnung. Das kann ich nicht genau sagen. Und das ist der Eye Saver Mode. AMD FreeSync hat er auch, allerdings FreeSync kann ich nicht verwenden, da ich keine AMD-Karte habe, sondern Nvidia. Dazu kommt ein Standard-HDMI-Kabel ist dabei. Ich hoffe auch, dass ein Dings dabei ist, DisplayPort, aber steht zumindest jetzt nichts dran. Des Weiteren, ja, das sind noch die Spezifikationen. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwie da dran bringen kann. Müsste, glaube ich, so gehen. Also die Farbe ist schwarz, dann Importer BenQ, dann die ganze Adressen und so weiter, die maximale Ding, dann 7,2 Kilogramm oder nur 15,9 Pfund. Dann ja, 100 Volt oder 240 Volt bei hier 50 oder 60 Hertz, 1,5 Ampere. Die BenQ Corporation, wieder Ding, mehr steht da also nicht drum. Speaker sind vorhanden, wie man da sieht. 300 Nits ist natürlich nicht viel für HDR, weiß ich. Ist eigentlich 400 Minimum für die niedrigste Einstufung. Kontrast 12 Millionen zu 1, ja. Dynamischer, besser gesagt. Und der Fixe ist bei 1000 zu 1. Ja. Alles nicht so schlimm. Aber für den Preis von nur 269 Euro bei Alternate momentan habe ich einfach zuschlagen müssen. So, dann packen wir mal das gute Stück aus. Ah, ist drum, ja. Das ist erstes. Spieler ein. Ne, aus ist raus zum ersten Mal. Das geht auch verkehrt rum. Das ist hier nur. Gut, das hier ist auf jeden Fall der Standfuß. Ja. Das ist ziemlich, ziemlich schwer. Dann halt mal hier. Das ist Teil 2 vom Standfuß. Und des Weiteren ist nichts mit der. Ja, da liegt nur ganz viel Zeug dabei. Eine Anleitung Treiber-CD, braucht keine Leute mehr. Dann ein Stromkabel. Und hier hätten wir noch das HDMI-Kabel, das gesagte Displayport ist leider keins dabei. Gott sei Dank habe ich mal eins da. Sonst würde ich jetzt nämlich einen mit alt ausschauen mit HDR. So. Machen wir mal ein bisschen so. Ja, das ist gut. So. Da hätten wir das Display also. Ziemlich groß. Da montieren wir das Ganze doch mal ins gute Stück. So in etwa. Jo. Vielleicht mal ein bisschen Stand als erstes. Aber Werkzeuge sind wie immer eigentlich keine dabei. Habe ich auch noch nie gesehen, was dabei ist. Erstmal das hier weg. Dann lasse ich Vektor hier. Ganz nicht so viel. Einmal hier. Ja, und
Dann noch einmal. Ja. Des Weiteren. Komm. Ich sehe doch, dass da eine Folie drauf ist. Popel, Popel. Dass immer solche Popelfolien drauf geben, ist überall. Oh, come on. Das ist noch mal eine. So. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Ja. Also das kann nur in eine Richtung reinkommen. Das sagt mir meine Logik. Denn das andere wäre eindeutig zu dick. Okay, das sollte sitzen. Dann nehme ich hier meinen kleinen Schraubenzieher und schraube das mal hier fest erstmal. Also den Stand da unten musste ich nochmal neu machen. Also den hier. Den musste ich noch dran schrauben mit. Machen wir mal kurz hier drin noch. Da ist das so eine Festzugschraube. Die kann man da einfach so ohne Werkzeug montieren. Das war alles. Und die Schraube da hinten, also diese hier, die musste man echt hart festziehen. Also da geht nichts mit einfach. Da muss man auch ordentlich Kraft aufbringen mit einem Druck drauf, sonst geht das gar nicht durch. Schade eigentlich. Aber man kann es alleine machen, ist nicht so problematisch. Und so schaut er eben von vorne aus. Da ist so ein HDR-Button, aber darauf werde ich alles noch später drauf zu kommen, wenn dann das zweite Video ist. Leider hat das Video abgeschnitten, darum muss ich es nochmal kurz extra ansprechen. Und ich kann mich nochmal festschrauben, das macht jetzt auch keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nein, einen Daumen nach unten. Aber wie immer, schreibt mir einen Kommentar, warum es euch gefallen oder auch nicht gefallen hat. Des Weiteren könnt ihr mich über Share, Facebook, Twitter und Co. sharen, denn damit bringt ihr meinen Kanal nach vorne beim Wachsen. Zudem könnt ihr mir also abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unten in der Beschreibung auch einen Link zu PayPal und Co. holen, womit ihr mich direkt dann unterstützen könnt. Aber das könnt ihr freiwillig machen. Keiner wird dazu gezwungen. Aber ich wäre super dankbar, wenn es jemand tun würde. Ansonsten, ja, war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sehe euch dann im nächsten Video wieder. Bye, bye.